Und damit herzlich willkommen zurück zum Guide für den Scharfschützen in Klingen für 2 2020. Also, wir wollen heute mal über Talente sprechen, über Fähigkeiten, über Waffen, über Einsatzmöglichkeiten, über Team- und Solo-Spiel. Und wir legen einfach los. Die Spezialisierung ist hier recht einfach, nicht wie bei den Berserker, den habe ich ja in der letzten Folge behandelt. Hier ist es ziemlich einfach, hier ist es einfach links, links, rechts, links, links. Also Heckenschütze, Stabilität, taktisches Nachladen, tödliches Auge und Attentäter. Da sind ein paar Variationen bei, ihr könnt das natürlich immer abändern, wenn ihr euch das nicht gefällt. Man kann auch Meisterschütze nehmen im ersten, wobei ich persönlich lieber einen hohen Schaden pro Kugel mache. Weil genau das ist ja meine Aufgabe. Die erhöhte Schießgeschwindigkeit ist zwar ganz cool, vielleicht in den ersten zwei Runden, aber im Endeffekt siegt dann doch Heckenschütze. Das ist genau das gleiche mit Stabilität. Okay, Betäubungsmacht natürlich praktisch, aber 30% erhöhter Schaden und 20% schnell nachladen ist einfach unglaublich. Ne? Das ist einfach keine Konkurrenz, da kann man nichts machen. Tödliches Auge ist dasselbe, verringert den Rückschuss um 10%. So, das ist mehr ein Gimmick, ist okay. Aber Kopfschussschaden um 10%. Auch gut. Da kann man, das ist das, was du am ehesten wechseln kannst. Da könntest du auch allzeit bereit nehmen, wenn du wirklich Probleme mit Munition hast. Solltest du aber eigentlich nicht haben. Attentäter ist klar, Ranger ist auch cool, aber lieber mehr Schaden als betäuben. Das bringt meistens mehr. So, prinzipiell Scharfschütze natürlich ganz klar Solo. Solo, eine echt harte Nummer in Gruppen. Erst deine wahren Qualitäten kommen da erst raus. Vor allen Dingen in Bosskämpfen. In Bosskämpfen, das seht ihr jetzt mit Hans. Das ist einfach ein Traum. Mit der M99, das dafür ist er gemacht. Ne, das kann er. Mit ihm Solo zu spielen, kann doch wirklich eine große Herausforderung sein. Es macht Spaß, weil du eben wirklich jedes Ziel einzeln anschießen musst. Ne? Du hast zum Beispiel bei dem Revolver, der Revolver ist auch, werden wir gleich dazu kommen. Es macht die Klasse, macht an sich Spaß einfach. Das ist einfach Spaß und du brauchst viel, du brauchst gutes Aim, du musst wissen, was du da tust. Ist nicht so, es verzeiht nicht so viel wie der Unterstützer oder vielleicht auch der Berserker oder der Kommando, wo du ja noch einen großen Teil, vor allem im Berserker-Unterstützer, wo du einfach einen Großteil einfach durch Glück und die Art, die zu spielen, wieder rausholen kannst. Das geht beim Scharfschützen eben nicht. Da muss wirklich jede Kugel sitzen. Oder jede zweite zumindest. Das macht den Spaßfaktor auch aus, ganz klar. Das ist ein großer Faktor dazu. Jetzt an dieser Stelle nochmal. Wir behandeln den erstmal solo. In Gruppen ist die Aufgabe ziemlich klar, das erzähle ich jetzt ganz kurz. In Gruppen ist ganz klar, ihr sucht euch die großen Sets raus. Versucht immer Munition ein bisschen bei euch zu behalten, damit ihr die großen Sets wegholt. Ihr spielt dann also immer eigentlich ja, am besten mit der Railgun. Und irgendwas dazu noch. Damit ihr die großen Sets One-Shot wegholen könnt und eure Team unterstützen könnt. Und den Rest holt ihr vielleicht ein bisschen. Ja, Gorefast, Gorefines, Bloats sind auch beliebt. Würde ich wegholen. Edas könnt ihr gut wegholen. Wobei Edas immer zwei Schüsse brauchen, egal wie viel Dampf ihr habt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Außer ihr schießt mit einem 100 Dollar ja, von der Railgun einen Schuss auf den Eder. Das macht natürlich keinen Sinn. Kann man machen, zur Not natürlich, aber eigentlich nicht. Achtet auf Durchschuss und helft eurem Team natürlich. Für Solospieler, da kommen wir jetzt zu. Das Bild ist das gleiche. Ich empfehle euch für den Endkampf, eine M99. Und ansonsten empfehle ich euch eine Railgun und eine Magnum. Warum eine Magnum? Warum keine Fall oder sowas? Weil Magnum richtig Laune macht. Erstmal hat das Ding richtig Wumms. Das ist natürlich super. Wir wollen natürlich auch was spielen, was ordentlich Kraft hat. Wir sind ein Scharfschütze und kein... Ich baller dich jetzt um den Haufen. Nein, nein, wir machen präzise Schüsse. Headshot. Vielleicht ein Hals nochmal. Das ist so unter Grenze der Verhandlungsbasis. Und so macht das auch Spaß. Ne? Wirklich, hockt euch hin, bleibt stehen. Boom. Und runter mit der Rübe. Große Sätze sind für euch kein Problem. Für euch sind ein Problem. Gorefast. Alles was Kleines. Gorefast sind ein Problem. Gorefine, Crawler. Jeder kleine Set, der euch festhalten kann, ist ein Problem. Aber große Sachen. Egal. Ein Flashpound, ein Quarterpound. Kein Problem. Ein paar Schüsse rein, dann sind die Tode, ist gut. Ne? Nochmal eine Empfehlung zu den Waffen. Benutzt die Railgun und auch die M99 nicht im Visier. Warum? Weil zum Beispiel meistens ist der Gegner gar nicht nah genug, ist er viel zu nah dran, um das Visier zu benutzen. Schießt aus der Hüfte. Erstmal müsst ihr nicht ins Visier rein. Ihr seht einfach mehr. Und wenn ihr Schaden macht, also Abwehr abdrückt, ihr habt einfach eine bessere Visibility und der Schaden ist derselbe.
Der einzige Unterschied ist, dass ihr halt 10% mehr Schaden machen würdet durch tödliches Auge, wenn ihr Kimon Korn benutzt. Ja, aber nicht, wenn der Gegner 20 Meter weg im Schwert ist. Dann benutze ich kein dickes Visier. Dann abfeuern, 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 abfeuern. Dafür habt ihr ja das Fadenkreuz, ne? Mitte des Bildschirms. Was ich bei der Magnum noch erwähnen muss, die schaukelt ja, nach einem Schuss schaukelt die ja. Also extrem nach innen. Schießt aber trotzdem sehr präzise. Das ist halt nur visuell. Also das Ding wackelt einfach nur wie Sau. Aber im Endeffekt ist die Mitte des Bildschirms trotzdem der Punkt, wo sie auch wirklich hinschießt. Gut zu wissen. Vor allen Dingen, wenn ihr irgendwelchen Punkt in die Mitte klebt von eurem Bildschirm, das ist ein guter Trick. Oder sonst irgendwas. Oder wenn ihr einfach das Gefühl habt, wo die Mitte des Bildschirms ist, das reicht schon. Das reicht dann schon. Allgemein ist es natürlich zu sagen, ihr müsst extrem jetzt rumlaufen, ihr müsst Einzelfeuer machen, ihr müsst ständig in Bewegung sein. Was als Scharfschütze gut geht, ist kurzzeitig Sachen verteidigen. Da könnt ihr ziemlich aufblühen. Zum Beispiel vor allen Dingen mit langen Gängen, wo ihr mehrere Sets aufreihen könnt. Das ist auch eine Fähigkeit, ist auch gut. Versucht sie aufzureihen, baut euch kleine Bollwerke, Sachen, wo ihr wisst, dass sie von zwei Seiten kommen, aber ihr schnell abhauen könnt. Wo ihr schnell runterspringen könnt. Ich benutze auf der einen Map ein paar Klippen oder Gänge, die höher sind, um dann runterzuspringen und weglaufen zu können. Der Trick ist, dass alle Sets natürlich zu mir strömen, also alle die Wege hochlaufen. Und wenn ich da runterspringe, müssen die meisten erstmal wieder einen weiten Weg zurücklaufen. So kann ich mir Zeit erkaufen. Denn ich kann auf keinen Fall mit vielen Sets auf einmal dienen. Ich muss mir die einzelnen schnappen. Ich muss mir die großen Sets gleich rauspicken. Und mit dem Trash muss ich aushalten. Die muss ich langsam wegschießen. Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Wenn ihr ein Video über den Compound Bow sehen wollt, könnt ihr jetzt mal oben klicken. Genau wie mit der Armbrust. Da habe ich auch ein Video zu gemacht. Das ist jetzt auch oben verlinkt. Da könnt ihr das auch sehen. Da seht ihr das einmal, wie man sowas spielt. Das ist auch ein Bild, was Spaß macht. Mache ich jetzt hier aber nicht rein, weil es dasselbe ist. Im Endeffekt ist es einfach nur Armbrust only oder Bow only. Macht auch Spaß, vor allem mit dem Bogen. Wobei der Bogen immer noch schwächer ist als die Armbrust. Aber falls ihr ein bisschen Geschicklichkeit mehr haben wollt, üben wollt, benutzt den Bogen für... Ja, ein Spielstil, der mehr konkurrenzfähiger zu dem Bild ist, was ihr hier seht, würde ich persönlich die Armbrust empfehlen. Und dann könnt ihr da natürlich auch schöne Kills machen. Ihr könnt es gut aus der Hüfte abfeuern, ihr seid präzise. Scharfschütze ist eine geile Klasse, die aber eine hohe Einspielzeit erfordert und wenig Fehler verzeiht. Und wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt, oben rechts seht ihr jetzt die ganzen anderen Videos. Dort könnt ihr mich abonnieren, wenn ihr wollt, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute.